lief nämlich gestern alles nicht so wie gedacht. Nein. Wir wussten irgendwie nicht, dass die Bekannten von meinen Eltern oder das Arbeitskollege, ehemalige Arbeitskollege von meinen Eltern, eine Katze hat. Drei Katzen. Drei Katzen eigentlich. Eine zugelaufen und eine vom Nachbarn, die irgendwie auch immer da ist. Und Nora kennt halt keine Katzen. Ja, hat sie natürlich nicht mit den Katzen verstanden. Das war dann einfach nur stressig. Und jetzt sind wir heute Morgen weitergefahren, weil das halt einfach irgendwie dann nicht geht. Ja. Und jetzt sind wir genervt und gestresst und essen genervt und gestresst Zimtschnecken und ich habe noch keinen Kaffee gehabt. Immerhin, die Zimtschnecken sehen gut aus. Ja, die heben unsere Laune bestimmt. Wir machen hier gerade Pause an so einem See. Wir haben ja gestern noch Karten bekommen und auch schon einiges eingetragen. Und da wollten wir jetzt gerade mal noch, Robin hat den Laptop schon rausgeholt, da unten hat schon Feuer gemacht. Wir wollten mal jetzt noch schauen, was für Plätze hier noch so in der Nähe sind. Und genau. Hier an dem Platz haben wir jetzt gerade am Rand so einen Wildschweinschädel gefunden. Nora findet den natürlich so interessant. Robin geht gerade noch mal unter das Auto drunter. Man kann das nämlich so gut hier ein Stück hochfahren. Ich hatte noch nie so viel Platz unter der Karre. Weil der quietscht halt manchmal noch so blöd an manchen Stellen. Ja, ich habe die Schraube aber gefunden, wo er quietscht. Da bin ich halt bisher, kannst du das hier mal halten bitte? Bin ich halt bisher noch nicht dran gekommen. Also die Vorderachse ist tatsächlich nicht, die Vorderräder nicht da vorne aufgehangen, sondern hier. Das muss auch erstmal wissen. Haben die mir in der Werkstatt dann erklärt. Und das kann halt, ja, quietschen wie Bolle, was es bei uns gerne tut. Deswegen einmal ein bisschen einschmieren. Ja, dann sollte das theoretisch wieder gehen. Also wir hatten das schon mal. Aber ja, so hoch bin ich halt nie gekommen, weil ich nie so viel Platz hatte. Ja, da vorne, also da an der Grenze da so, da beginnt das Naturschutzgebiet. Da fahren wir dann natürlich nicht mehr dann rein. Aber hier unten steht man halt auch schon echt schön. Die Tierärztin hat echt Scheiße gefunden. Also ich habe auch keine Ahnung, aber ja, da kennt man jetzt nicht wirklich. Aber, ne? Also auf jeden Fall ein Elch und da ist die Kacke daneben. Das sieht genauso aus. Googelt Elchkacke. Sieht genauso aus. Jeder macht heute Morgen das, woran er Spaß hat. Robin macht Sport, Nora kaut wieder auf irgendwas rum und ich genieße die Sonne hier. Ui, oh, was ist das denn für ein Tier gewesen? Ja, Frau Doktor, einmal bitte analysieren. Du bist Ärztin. Da darf man Frau Doktor sagen. Das sind Borsten, richtig? Richtige, ne? Borsten. Und, aber weich. Also. Dachs. Ja, bestimmt. Das war ein Dachs. Boah, aber hier liegt ja nichts vom Dachs. Nur das Fell. Nee, aber da ist weiter Fell runter. Also, da unten geht halt ein bisschen die Fellspur weiter. Wir tippen Dachsfell. Und da ist auch noch ein Stück Haut. Ja. Vorteil, wenn man abseits der Wege geht. Es ist echt cool. Nachteil? Von unserem Parkplatz ging eigentlich ein Wanderweg los, aber da war auf jeden Fall so ein Schild. Deswegen dachten wir, aber wir waren heute der Weg auf. Ja, mal gucken. Irgendwo soll hier gleich ein Weg kommen. Vielleicht. Da ist der Weg. Nach einer Stunde oder so. Da hinten an dem Stein ist ein Fuchs. Das sieht man wahrscheinlich von hier aus nicht. Vielleicht kann ich es nochmal ranzoomen. Aber da ist ein Fuchs auf dem Feld. Wir sind gerade 2 Meter abgebogen wieder. Sind am Rückweg zum Auto. Das ist irgendwie wieder eine Höhle oder sowas gefunden. Das ist einfach hier so ein Gewölbekeller. Welche Frage stellen wir uns gerade?
giftig oder nicht giftig? Ich habe den Hund auf sichere Entfernung gehalten. Pass auf, ich nicht zu nah dran, die kann hochschießen. Okay, der Hund bleibt definitiv näher bei uns. Was wir da gerade gefunden haben, ist eine Kreuzotter. Weil das hier ist exakt, was da liegt. Ah, muss man schnell weitergehen. Ich wollte jetzt wissen, wie giftig das ist. Was kann man tun, wenn man davon gebissen wird? Für den Menschen ist ihr Biss meist nicht lebensgefährlich. Das klingt ja schon mal gut. Meist nicht. Obwohl das Gift bis zu dreimal so giftig ist wie das einer Klapperschlange. Lebend doch noch am Auto wieder angekommen. Boah. Das ist jetzt schon irgendwie ein bisschen gruselig. Ja. Die lag halt echt da mitten auf der Straße. Und das ist halt einfach hier den Weg runter. Also ich kann es gleich nochmal filmen. Das ist so. Ja, wir fahren da jetzt gleich einmal lang. Ja, ja, das sind einfach so 3 Minuten hier vom wenn überhaupt, 3 Minuten vom Weg hier entfernt, von unserem Stellplatz. Also die hätte auch einfach hier oben liegen können. Und wir haben sie ja, also wir haben Nora ja die ganze Zeit freilaufen. Ja, gehabt gestern. Ja, ja, gestern ist sie hier auf dem Platz hier, wo wir stehen, ist sie gestern freigelaufen. Ist ja auch mal 100 Meter da den Weg runter, als sie den Lemming gejagt hat. Ja, heute Morgen hat sie den Lemming irgendwie gesehen und wollte hinterher. Stimmt, das war heute Morgen. Heute Morgen ist sie da hinterher gelaufen. Und das war halt echt schon da in der Nähe. Und ja, sie ist jetzt kein Riesenhund. Ich glaube, also da kann so ein Kreuzotterbiss halt echt blöd werden. Mhm. Auch für uns halt. Ja, ja. Hoffen halt, dass es die einzige Begegnung jetzt mit einer Kreuzotter war. Gruselig. Puh. Ja. Ja, also da den Weg sind wir hochgekommen, da vorne lag sie irgendwo, die Kreuzotter. Und hier stehen wir halt. Also echt nicht geil. Ja, das ist das, weswegen wir eigentlich hier in die Ecke gefahren sind. Also eigentlich sind es hier diese kleinen Wasserfälle. Aber unsere Wanderung heute Morgen war irgendwie schon spektakulärer. Boah, und das da unten ist der Parkplatz dafür. Boah, gut, dass noch keine Saison ist. Einmal Wasser auffüllen. Robin guckt gerade mal, ob wir da runterfahren können. Stück in den Wald vielleicht rein und dann könnten wir aber eventuell zum Wasser runter. Mal gucken, ob das vielleicht gehen würde. Das wäre natürlich echt cool. Ne? Nach 150 Metern Ende und einige dicke Steine, also so hoch, die wir zwar umfahren könnten, was sich aber halt nicht lohnt, weil wie gesagt nach 150 Metern ungefähr ein Birkenwald beginnt. Ach so, okay. Halt mitten auf dem eigentlichen Weg. Rein in den Wald, 2 Bäume umgeschubst und wieder raus. Wir haben gestern noch richtig schön am Feuer gesessen und es kamen auch noch 2 andere Camper. Und mit dem einen mit dem Dachzelt haben wir den ganzen Abend noch zusammengesessen. Und mit den Frühstücken wir jetzt auch noch. Ja, wir wissen noch nicht, ob wir weiterfahren, weil es echt schön hier ist. Heute ist aber auch noch echt kalt wieder. Also 10 Grad soll es heute sein oder werden. Es sind noch nicht mal 10 Grad. Und ja, wir gucken mal. Jetzt wird erstmal gefrühstückt. Now dogs say boo and they bark too. And I haven't got the time for to talk to you. For the riding of a goat and the leading of a sheep. And I won't be back till the middle of the week. Ich schneide jetzt gerade noch ein bisschen Video, was mega cool ist.
Ich habe jetzt einfach mein Ladekabel hier drin gemacht und kann jetzt dadurch ja draußen Video schneiden. Mega gut.